Hallo, ich begrüße euch total recht herzlich. Ich wollte euch zeigen, dass auch ich ein sogenannter Cobra 11-Fan bin. Ein sogenannter Cobra 11 oder beziehungsweise Cobra 11. Dass ich also sehr gerne die Ware von Erdogan Atalay trage. Ja, Semir Gerkan, uns bekannt bei Cobra 11. Alarm für Cobra 11 auf der sogenannten Autobahn. Ja. Also ich trage das gerne, weil es ist unheimlich toll, die Ware, ja, schmiegt sich an, hält warm. So, ich entführe euch aber in mein neues Studio, denn ich fange wieder an mit Flimmerheinz, der flimmert sich eins, in Rücksprache mit Frank Wendler, der einen Neustart beginnen möchte, dann wiederum mit einem sogenannten Kirschli Entertainment und seine Show, dann habe ich auch als Diamond Träger Jean-Claude Van Damme, Happy Birthday Jean-Claude Van Damme, 59 years old, ja 59 Jahre ist er geworden und okay, ich fange wieder an mit Flimmerheinz, der flimmert sich eins, das Studio ist neu, die Umgebung ist neu, Google war da, 360, ihr dürft euch alles anschauen und ich habe es versprochen, warum auch nicht, auch den Norddeichern oder Ostdeichern oder den Flänzen, also die Flänz trinken. Und zwar die Ostfriesen, auch denen. So, noch einmal, also, Prashant Jaiwal mache ich die Webseite. Für Frank Wendler mache ich die Webseite. Für Detlef Scholzen, RTL 2, krass Schule, mache ich die Webseite. Ja, für mich selber mache ich auch die Webseite, ist klar. Und ich betreue, und darauf bin ich ein bisschen stolz drauf, Cobra 11. Und in dieser Gruppe ist natürlich der Nils Kerwin und der Erdogan Atalay persönlich auch vertreten, was ich wiederum auch super finde. So, jetzt sind wir in der sogenannten Dating, jetzt nehme ich euch aber mit zur Sendung, zu meiner Sendung. Ich hoffe, die gefällt und ich fange jetzt heute damit an. Kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal. Ich begrüße euch total und recht herzlich beim Flimmerheinz. Der flimmert sich eins. Und warum bin ich heute hier in dieser Sendung? In einer Kurzsendung, weil ich die nur vorstellen möchte. Ich möchte also nur vorstellen, meine lieben Freunde. Und zwar möchte ich vorstellen Cobra 11. Ja, yeah, das ist hier das zum Tragen von Erdogan Atalay. Erdogan Atalay, wenn ihr solch Ware bestellt, bekommt ihr sogar eine Autogrammkarte dabei. Das ist doch mal was, ne? Also, ich leite als Admin, ihr wisst, und unter Flimmerheinz, der flimmert sich eins, mache ich halt hier die neue Sendung. Ich hoffe, die Sendung kommt an. Sie wird ab November gestaltet. In Rückfrage mit Frank Zander, den sogenannten Songbaden, haben wir uns unterhalten. Ich habe gesagt, gut, ich mache ab sofort deine Webseite. Stell dich nochmal vor, wir fangen von vorne an. Frank Wendler fängt von vorne an. So, wir bleiben aber bei Cobra 11. Wir bleiben bei Nils Kerwin, bei Erdogan Atalay und bei allen anderen. Action Concept, bei RTL, ne? Mein RTL und so weiter und so fort. So, ich bin noch nicht so witzig unterwegs, weil so eine kleine Grippe mich doch, ja, eine kleine Grippe hat mich da so ein bisschen gefangen. Und deswegen mache ich die Sendung auch nur kurz. Ich soll euch Geschmack machen auf Nils Kerwin, der zurzeit in Berlin an seiner Sauna tätig. Ihr wisst ja, er hat das Auto als Sauna und daran arbeitet er. Das ist ein Hobby. So, Erdogan Atalay hat auch Urlaub ein bisschen und ist diesbezüglich auch in Berlin. Was er da gerade macht, weiß ich nicht, schätzungsweise mit seiner Familie sich irgendwie noch ein bisschen ausklingen, weil das Kind oder die Kinder von Atalay haben ja Schulferien. So, Familie Atalay, Erdogan Atalay, der uns als Semir Gerkan tagtäglich auf der Autobahn Richtung Köln, Wuppertal und Düsseldorf natürlich entgegenkommt und wir immer ausbremsen müssen, jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Okay, nicht jeder, weil wie auch ich, TV Now, euer Flimmerheinz, der flimmert sich eins. So, als Filmemacher etc. und so weiter, ich will mich gar nicht so vorstellen, weil ich bin ja nur der Admin. So, warum stehe ich heute vor laufender Kamera hier in diesem Studio? Wird alles noch geändert, gemacht und getan.
Auch dieses Provisorium, weil das Wetter ist gruselig heute. Ich hatte gerade noch mit Detlef Scholzen gesprochen. RTL 2, krass Schule. Er sagt auch, was für ein Sauwetter. So, die sogenannten Fans, wie Anita W. und Maya Eisenholz, sozusagen Eisholz, ihr wisst ja Bescheid. Soll ich mal Namen verkehrt aussprechen? Bitte nicht so eng sehen. Wie gesagt, ich sitze jetzt hier in meinem profomischen Studio wieder mal und arbeite daran an eine neue Idee. So, hier sind sehr viele hier. Also wie gesagt, Jean-Claude Van Damme, da bin ich auch Diamond-Mitglied schon lange und diverse andere auch. Aber das hat ja hier gar nichts zu suchen. So, also Frank Wendler, der Sänger, ihr wisst, hat ab sofort auch eine neue Website bei Facebook. Und zwar Frank Wendler Fangemeinschaft, die ich halt für ihn da auf den Weg gebracht. Er hat mich gefragt. Wann er vor laufender Kamera stehen wird, weiß ich nicht, aber er wird stehen, er wird halt vorbeikommen. So, ich will hoffen, dass das hier alles funktioniert. Das ist ein Proforma, bin noch nicht fertig. Ich arbeite dran. Das Studio ist an sich zu 100% fertig, es muss noch aufgeräumt werden. Und dann können wir richtig loslegen. Ja, wir können loslegen mit kleinen Filmchen, wir können eine Sendung machen, etc. pp. Ich bin euer Flimmerheinz. Der gestaltet das Ganze und ich hoffe, es klappt, es funktioniert. Wenn nicht, arbeiten wir so lange, bis es funktioniert. So, Alarm für Cobra 11, diese Autobahnpolizei, wo der Nils Körbin den Helmut Freund spielt. Ne? Er ist nun mal KTU und bleibt KTU. So, Erdogan Atalay ist seit 1996 sozusagen der Ermittler auf dieser Autobahn und hatte schon 9 Herren. 9 Herren hatte er an der Seite und die 10. ist eine Dame. Die 10. ist eine Dame, ist die Pia Stutzenstein, die da an seiner Seite arbeitet. Und wer das alles hier verfolgt, hat also schon alles gesehen. Er hat also gesehen die Vorbereitung, er hat gesehen hier im Hochsauerland, wo gearbeitet worden ist. Er hat auch die Ankündigung mittlerweile gehört von Erdogan persönlich. Wer sowas bestellt, bekommt auch eine Autogrammkarte. Meine hängt an der Wand. Ist so, ich fühle mich pudelwohl. Ich habe euch vorhin auch mein T-Shirt gezeigt, was hier im Green Room leider nicht möglich, sonst hätte ich hier ein Riesenloch. Na, deswegen habe ich diesen Sweater an hier, diesen Hoodie. Ach, der ist so schön warm. Na, macht auch Spaß hier. Man kann da alles Mögliche mitmachen. Ich könnte jetzt so wie der eine da diese Hoodie-Sendungen machen. Da steht da auch immer davor, ja, wisst ihr da erstmal so Bescheid. Na, ihr wisst ja, Comedian, Comedy Club. Ach, so, ich bleibe jetzt hier erstmal treu. Ich hätte dem Erdogan geschrieben, dass ich vielleicht eine Puppe, aber die Sache hat sich erledigt. Die Firma Google 360 Grad war da. Musste ein bisschen schmunzeln, weil die kam mit einer Kamera, die war kleiner wie die da. Und haben hier so 3D und er hat mir erklärt, er hat ganz viele Einzelaufnahmen gemacht. Daraus wollen sie eine sogenannte 3D-Geschichte machen. Sollen sie machen. Ich will hoffen, nämlich, ob ich damit zufrieden bin. Ansonsten lege ich ein Veto ein. So, ihr merkt, das ist so unheimlich warm. Da macht natürlich Spaß, auch hier die Wiper da. Oh, ja, ist was für... Der Fahrer von Erdogan hatte ja hier dieses, wow, das suche ich ja noch, ne? Dieses Cobra, wow, ne? Leider bei Amazon noch nicht gefunden. So, ihr seid jetzt hier in meinem Studio, was ich noch hin und wieder verändern werde. Ich will hoffen, dass wir da einiges machen können. Oder, ja, ne? Das Ding ist ja groß genug hier, ist ja die Weite, ne? Ja. Ich bin heute ein bisschen locker, ich habe mir noch nichts ausgedacht. Ich möchte einfach nur den Erdogan danken für seine Idee. Ja? Diese Hoodies und Sweatshirts und T-Shirts mit und ohne. Langen Arm, kurzen Arm. Es macht tierisch viel Spaß. So, die Sendung macht tierisch viel Spaß seit 1996. Meine eine hat sich gedacht, komm, wir sind vom Fach, wir sind vom Geschäft. Lass es uns machen. Und was machen wir? Richtig, wir unterstützen Cobra 11, wo wir nur können. Und haben jetzt auf diesen Weg gebracht eine eigene Sendung, ne? Seht ihr ja. Und wir arbeiten, wie gesagt, daran, dass das richtig toll wird, aber so richtig toll wird. Ja, daran arbeiten wir. Besonders ich arbeite daran, ich möchte auf diesen Weg wirklich von Herzen danken Anita W. und Maya Eisholz, weil sie sich sehr viel Mühe geben, um dieser Gruppe einen Rahmen, einen Flair, so einen kleinen Stempel aufzudrücken. Wir sind die Waschechten seit 1996 und es macht unheimlich viel Spaß. Mein RTL, da gibt es auch die Melanie Scheidt. Die Melanie Scheidt hat ihre Beine und Füße zur Verfügung gestellt. Wenn ihr das mal seht, dieses Wackeln, das ist Melanie Scheidt. Ja, mit ihren
bunten Strümpfen da, Füße und sich rekelt. Wunderbar. Sie hat, wie gesagt, auch bei Cobra 11 kurz mitgemacht. Ich glaube, Folge 24, so meint sie, will ich hoffen, ich habe sie bestellt auf DVD. Also, ich möchte den Moloch grüßen, ja, der da mitgewirkt hat. Ich möchte alle anderen grüßen, die da als Backstage mitgemacht haben, vor allen Dingen Prashant Jaiwal. Prashant Jaiwal hat 45 Minuten durchgehalten für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Ja, das war ein Hauch von Bollywood. Ja. Wie gesagt, Detlef Scholzen war leider noch nicht anwesend. Da hatte ich mal nachgefragt, ob für Detlef Scholzen, der für RTL 2 arbeitet, krass Schule, ob er nicht vielleicht da auch mal so einen Mafia-Boss spielen könnte. Kann er nämlich verdammt gut. Warum erwähne ich jetzt den Detlef Scholzen? Weil er demnächst in Dortmund zu sehen sein wird auf Plakatwände, so wie Prashant auf Plakatwände zu sehen waren. Nur Prashant war für Alkohol unterwegs und ja, jetzt kommt's. Detlef ist dann für Dortmund unterwegs. Ihr wisst schon, BVB, ja, keine Ahnung, ob er die Kluft trägt. Er als Düsseldorfer lebt in München-Gladbach. Naja, okay, ihr Fußballer wisst Bescheid. Und das ist auch der Aufhänger dieser ersten Folge Flimmerheinz. Der flimmert sich eins, weil ausfällt. Ja, es fällt aus, Cobra 11, die Autobahnpolizei, weil Fußball läuft. Ja, Fußball, das heißt also, auch die bei TV Now konnten die Sendung, die hätte jetzt am Donnerstag erscheinen sollen, deswegen haben die auch alle Urlaub, hätte da erscheinen sollen. Hätte da, ne, aber erscheint nicht. Es kommt Fußball. Okay, auf den Weg gebracht, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr Fußballer, in Ordnung. Könnt ihr auch haben, haben wir auch nichts gegen. Okay, also nur traurig, dass wir die Folge nicht sehen konnten, aber wir sehen sie ja. Läuft dann halt ein bisschen länger in den November rein. So, und da sind wir auch am Schluss. Es kommt ja Pia Schlutzenstein. Wie die heißen wird, weiß ich nicht. Sie war im eiskalten Wasser. Sie mir war im eiskalten Wasser, also Erdogan. Was Hartmut in seinem MMC-Studio Köln da wieder macht in seiner KTU, das wissen wir noch nicht, das ist noch Geheimnis, hat er auch nicht verraten, er musste sehr viel Text lernen, also hat er wohl schon etwas reden müssen. Ne? Ja, er hat auch ein tolles Auto, also wirklich ein tolles KTU-Auto, habt ihr schon gesehen, auf jeden Fall. So, die sich verabschiedet haben, wie Dani, ja, 13 Jahre war sie dabei, dann der Daniel, ja, vorher Tom Beck, ja, war weg, etc. pp. So, ich weiß manchmal nicht, welchen Namen ich jetzt nehmen soll. Soll ich jetzt Hartmut Freund nehmen oder soll ich jetzt Kerwin nehmen? Also sein Nachnamen. Ja, Nils Kerwin, ja. Soll ich Erdogan Atalay grüßen oder soll ich den Semir Gerkan grüßen? Das ist schon so eine Sache, da muss ich noch dran arbeiten. So, ich grüße jetzt noch einmal und zum Schluss Erdogan Atalay als Semir Gerkan. Nils Kerwin als Hartmut Freund. Dann begrüße ich ganz neu die Pia Stutzenstein, ich glaube aus Aachen, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, wie sie heißen wird, weiß ich nicht. Und dann grüße ich halt noch Jean-Claude Van Damme. Welcome to the show, welcome to Germany. You have graduation of birthday, 59 years old. Alright. So, weil ich da Diamond bin. Dann habe ich dann den Detlef Scholzen, wie gesagt, der für RTL 2 arbeitet, krass Schule, den grüße ich auch in dieser Sendung. Ich muss mal gucken, wie ich diese Sendung gestalte, das ist nur die Vorankündigung der Sendung, ich muss noch alles machen, muss ein Studio hier noch umbauen, muss das Studio noch herrichten, muss die Lampen herrichten, alles herrichten, alles her. Denn I am the one station. The one station are only for you. Ja, so ist das nochmal. Ich bin für euch da, rundum. Ich bin wirklich für euch da, so oder so. So, was machen wir denn jetzt? So, wir machen jetzt erstmal Pause für Stunden und Pause, also ich mache jetzt auch ein bisschen Urlaub, aber nur ein bisschen. Ich bereite alles vor. Ich stelle mir auch alles irgendwie vor, wie ich es handle. Ich rede, wie gesagt, Frank Wendler natürlich. Also, noch einmal, zum Schluss. Ich bin der Admin für Frank Wendler, Prashant Jaiwal, für die Cobra 11 Geschichte, wir sind hier RTL Freunde, dann mittendrin, na, so freudig ist es nicht, aber Star Wars, ne? Okay, mache ich auch und dann mache ich halt noch, und das ist mein Liebling seit 1996, Cobra 11. So,
Ich mache heute mal so fett Werbung. Ich habe auch Erdogan angeschrieben, ob ich Werbung machen darf. Ich werde mir sicherlich einiges einfallen lassen, meine lieben Freunde, dass es so richtig rüberkommt, das Ganze. So eine Flimmerheinz-Sendung im Studio, das ist immer so eine Sache. Ich werde natürlich viel auf Erdogans Sachen eingehen. Wie gesagt, lieber Erdogan, den Pullover, den du da vorgestellt hast, beziehungsweise das Bett oder den Hood, also das, was dein Fahrer fuhr, da mit den großen Buchstaben, habe ich bei Amazon leider nicht entdecken können. Wäre natürlich schön, wenn du unten drunter schreibst, wo ich das gute Stück erwerben kann. Ansonsten schreibe ich die Firma an. Ich habe ja alles, ich kaufe ja gerne ein. Wie gesagt, das T-Shirt kann ich nicht zeigen, weil es war grün und grün würde jetzt durchscheuen. Das bringt nichts. Ich habe dich gefragt, habe noch keine Antwort drauf bekommen, aber schätzungsweise wirst du okay sagen, dass das hier alles eine sogenannte Schaufensterpuppe anbekommt. Ja? Eine richtig schöne Schaufensterpuppe, die das anbekommt und dann vielleicht hier in diesem Raum, in diesem Studio irgendwie mitsteht. Aber ich laufe gerne auch damit rum. Man sieht, ich laufe wirklich, weil es unheimlich warm ist, weil ein toller Stoff ist. Wirklich, macht Spaß. Das Geld ist auch okay. Also kann nichts Negatives sagen. So, das war auch viel zu lange schon wieder, weil ich, wie gesagt, nur huldigen kann. Also ich kann nur dem Detlef huldigen für die Rolle, die er da spielt bei RTL 2, krass Schule. Ich kann nur den Erdogan huldigen für überhaupt seit 96 den Seemir zu verkörpern, als der Kommissar, der vieles durchmachen musste. Ja, dann kann ich natürlich, wie gesagt, Nils Kerwin für seine Rolle danken, die er da so spielt in der KTU und das Ganze. Dann auch als Hartmut-Freund, also die Rolle da verkörpert. Also ich sage Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für die verdammt gute Unterhaltung seit 1996. Es ist nur traurig, da ist Rambo nicht mehr da, der kleine Hund und dieser andere Hund, der da auch mal zugelaufen war, dass die Tiere halt nicht mehr zugegen ist eine lange Zeit halt gewesen. Aber ihr seht so, ich weiß genau Bescheid, ich habe mir auch wie gesagt alles angesehen, ich gucke mir Backstage an, ich gucke mir alles an. Ich bin auch da, bin nur ruhig, ich spreche nicht, ich sage nichts. Aber da jetzt wie gesagt Google Earth hier war mit Google 360 Grad, ja, habe ich mir gedacht, komm, wir machen wieder Sendung. Wendler, Frank hat mich gefragt, ja komm, wir machen. Jean von Damme ist klar, der hatte Geburtstag, deswegen kam er mal wieder ins Gespräch. Dann haben die sich auch irgendwie irgendwo getroffen, ja, Shah Rukh Khan war dabei, Jackie Chan war dabei und er natürlich wurden ausgezeichnet. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, in Ordnung, small talk mal, ich mach mal. Ich habe also wie gesagt Erdogan angesprochen, ob ich eine Antwort bekomme, weiß ich nicht. Ansonsten unterhalte ich mich mit Nils, der heute wie gesagt an seinem Wagen arbeitet. Ich fand es super toll, dass Anita und Maya ihm geholfen haben. Also ist eine wunderschöne Geschichte, die wir hier hochfahren wollen. Ja. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir im Jahr 2020 so eine kleine Symbiose haben. Wenn die Darsteller, Hauptdarsteller, Nebendarsteller und natürlich die Fans in dieser Gruppe hier dann auch wirklich so viel Lust haben, diese Sendung zu verfolgen, mitzumachen, dabei zu sein. Auf dem Weg, genau, auf dem Weg muss ich unsere Ostfriesen grüßen, ja, die drei von der Bank, ne, die drei von der Bank, Flönz, 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 ne, die genau an dem Turm leben, wo unser super Ostfriese Otto Walkes seine Aufnahmen gedreht, wo er den Film erstellt, da leben sie und machen eine Menge. Und warum sage ich das jetzt, die Ostfriesen auf der Bank? Ganz einfach, weil die einen Spielfilm drehen, der dann im Oktober 2020 zu sehen sein wird. Und natürlich Cobra 11-Fans sind. Warum? Weil einer schon mit denen mitgearbeitet hat. So, also wie gesagt, viele, die ich gerade genannt habe, waren ja schon bei Cobra 11, Komparse, Statist, sogar Eichholz. Nein, doch nicht. Nö, das war jemand anders. Okay. Also es waren viele da von euch als Statisten oder halt als Akteure, so wie Prashant. Ne? Ja, für andere versuche ich einen Weg zu finden, dass sie auch mal da sein können. Vielleicht hat unser eins auch mal Glück, dabei sein zu dürfen, wer weiß. So viel Zeit habe ich als Admin aber leider nicht. So, das war die Sendung, beziehungsweise das soll die Sendung werden. Der Flimmer Heinz, der flimmert sich eins mit Gästen, mit Live. Alles, was dazugehört. Es soll eine sogenannte Rap-TV-Geschichte werden im Jahre 2020 für das neue Alarm
für Cobra 11, weil wir wollen es ein bisschen pushen. Ne? So ein bisschen pushen. 10,3, das war nicht so gut in der Quote. Letztens waren es schon 13,5 die Quote, aber wir wollen pushen, dass es so um die 19, 20, 21%, am besten 25%, weil ich eben Freude daran arbeiten werde, dass wir im Jahre 2020 Cobra 11 auf 25% bekommen, okay? 25%, Leute, das muss kesseln, das muss rollen, ne? Und für alle, die so etwas Tolles hier mögen, hier, ach, könnt ihr euch kaufen, wirklich? Toll verarbeitet, wirklich, erstklassig verarbeitet. Sonst würde ich das nicht machen. Also ich bin sehr kritisch. Ich rede also kein Dummblech oder so. Ist nicht. Also, noch einmal, euer Admin Abermovi Foto- und Filmproduktion im Realleben, der also mit sehr vielen Stars und Sternchen zu tun hat und auch hatte seit 1966 und 75, das ist eine lange Zeit. Deswegen stehe ich heute nämlich nochmal hier. 40 Jahre Berufsleben. 40 Jahre rauf und runter in der Welt der Medien, besonders in den Medien. Aber ich bin seit 1996 durch Sir Thomas Lee for the Web auf das neue Web, er hatte es vorgehabt, das World Wide Web neu zu gestalten. Ich vermute, das klappt alles nicht so, so wie er sich das vorstellt, aber irgendwie wird es ja wohl hinhauen. For the Web, könnt ihr ja mal reingehen, Sir Berners-Lee. Wie gesagt, meiner einer ist der Admin. Meiner einer ist auch derjenige, welche der halt für alles zuständig ist und natürlich jetzt vorhat, diese Sendung hochzufahren. Ich begrüße total recht herzlich den Frank Wendler, der demnächst neben mir stehen wird, und dann natürlich Nils hat nicht so viel Zeit und Erdogan hat auch nicht so viel Zeit. Ob die jemals neben mir stehen werden, weiß ich nicht. Sollten Nils und Erdogan jemals neben mir stehen, vor laufender Kamera, meine sehr verehrten Damen und Herren und Freunde und Bekannte, dann werde ich so dermaßen eine tolle Sendung machen, dass ihr lange davon noch zehren könnt. Aber bis dahin bin ich froh, dass wir so eine Sendung hier haben, dass wir bei Facebook sind, dass wir diese 360-Grad-Geschichte von Google hinbekommen haben. Darauf bin ich erstmal stolz und ich bin auch stolz drauf, wenn ich diese Sendung jetzt hinbekommen habe, denn ich arbeite hier voll mit Grippe, bin voll gepumpt mit Medikamente und ich habe natürlich sehr, sehr viel zu tun. Auch wenn ich vor der Kamera stehe, habe ich viel zu tun. Also ich habe fast eine 7-Tage-Woche. Ich kann also nicht so helfen, wie einige es gerne hätten, aber ich bin auf eurer Seite. Ich bin auf eurer Seite, der Schauspieler, der Nebendarsteller, der Dramaturgie, Action-Konzept, Hermann Joa und so weiter. Aber ich bin so eine Art graue Eminenz. Man sieht mich nicht, man hört mich nicht. Alle kennen mich. Das ist so ungefähr. Ja, ich bin wie der Wind. Er heult mal auf, mal so. Ne? Ihr wisst, ich bin wie der Wind. Das bin ich gerne. So, jetzt verschwinde ich hier aus meinem Studio. Ich hoffe, das Studio gefällt euch auch. Ich habe genügend davon, die ich zeigen werde. Also wie gesagt, die Bekleidung bekommt eine Figur an. Ich werde aus der Figur einen sogenannten Erdogan machen, / Semir. Nur den Kopf, meine lieben Freunde, ihr habt schon mal gefragt, wegen diese sogenannten 3D-Figuren. Natürlich habe ich jemanden, der 3D-Figuren herstellen könnte, habe ich auch schon mit Nils drüber gesprochen. Aber der Preis ist heiß. Wisst ihr, also ein Kopf 399 Euro von Semir oder von Hartmut, wer will das bezahlen? So, wenn ihr das haben wollt, okay, kann ich drüber reden mit demjenigen, welchen der das kann, dann können wir natürlich Actionfiguren herstellen lassen. Ich arbeite also noch wirklich an Actionfiguren von dieser Serie Cobra 11 oder Cobra 11 Alarm auf der Autobahn, ne, ist klar. So, aber wie gesagt, diese Figuren sind teuer, sind nicht so günstig in der Herstellung, weil es keine Massenware. Und die Michaela Schäfer, ZB, die auch mal bei der Autobahn zugegen war, die Michaela Schäfer, der hat man solche Figuren da mal gemacht, ist klar, weil die Stückzahl einer Nackedei-Dame doch eher gekauft wird, wie jetzt ein Erdogan oder ein Nils Kerwin, ja, weiß ich nicht, ob die gekauft würden. Es gibt ja noch niemals die Autos. Die Autos müsst ihr also, wie gesagt, adaptieren, umbauen, dass das Dach aussieht, welches Fahrzeug Erdogan /Semir gerade fährt. Wenn er es fährt, meistens verschrottet. Genau, verschrottet er. Da sind wir beim Kern der Sache. 7000 Autos, über 400 Kunstbluteinheiten sind schon vergossen worden, zerstört worden. Bei Action Concept und bei allen Kaskadeuren. Und was das Schöne daran ist, es gibt natürlich in Italien jemand, der sowas nachmacht. Und da komme ich zum Schluss.
Wenn ihr Interesse und Lust habt, können wir auch solche lustigen Sachen machen. Bis hin zum Scratch ist kein Thema, ist machbar. Außerdem, das werde ich euch dann aber auch erklären. So, wir können dann so eine Art Cobra 11 machen, nachahmen, nachäffen, machen ja viele, habt ihr ja schon gesehen. Also die sogenannten Nachäffer werde ich jetzt auch auf unserer Seite stellen, Alarm für Cobra 11, damit ihr mal seht, was da für eine Euphorie herrscht, nicht nur in der Türkei, ja, sondern überall. Es sind 146 Länder, wo Cobra 11 läuft und viele sind so auch vor der laufenden Kamera, um sowas zu machen. Ja, also nicht nur der Italiener, der das macht, ja, hat dank an Anita und Maya, die halt diesen gefunden haben, sie recherchieren viel. Sie laufen auch mit ihrer eigenen Kamera durch die Gegend, haben auch mich schon bei der Arbeit erwischt, was ich super toll fand, weil sie klasse arbeiten. Sie arbeiten klasse an der Kamera, muss ich einfach mal sagen. Ich als Kameramann würde mich freuen, wenn cinemamäßig gedreht wird, aber nein, man dreht ja hochkant 1:1 mit einem sogenannten Phone. Naja, Phone kann man auch drehen, dann hat man 16:9 oder 21:10, aber egal, das ist Kinoleinwand. So, ich bin weg. Ich freue mich noch einmal, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, dass wir so eine tolle Truppe geworden sind. Über 110 schon. Mal schauen, wie viel da noch zukommen. Also dann, see you later, alligator, on a wild crocodile. So, da bin ich nochmal. Also ihr bekommt solche Hoodies oder T-Shirts ab sofort. Ne? Solche Hoodies hier, ah komm, die sind bequem, das macht Spaß. Ne? Also ihr bekommt die mit einer Autogrammkarte. Ich muss aber hier nur sagen, ich habe mir das etwas größer gestaltet, weil ihr seid ja hier Hall of Fame. Hall of Fame ist hier Ostfriesen auf der Bank mit Willem Nessen, dann Detlef Scholzen, der Weg ist das Ziel, dann habe ich den Nils Curvy noch an der Wand hängen und natürlich diverse andere. Ihr seid in der Hall of Fame, wo die dann alle, hier ist natürlich die Star Wars Ecke noch, habe ich mal eine sogenannte Alarm für Cobra 11 Ecke macht, weiß ich nicht, es gibt nicht so viel da, es gibt keine Figuren, ja, vielleicht Playmobil, aber sieht Playmobil nach, wir sind Erwachsene, wir haben unser Alter, Jugendliche sehen das nicht, sonst hätten wir eine höhere Einschaltquote. So, ich könnte mal eben meine schnelle Kamera hier, ist ja auch so eine Steady, ist der ja alle, brauche ich euch nicht erklären, ja. Also wie gesagt, Van Damme hatte Geburtstag. Dann möchte ich auf die Kirschley Entertainment Show euer Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, dann wie gesagt auf Erdogan, er hängt schon hier, ja, es hängen schon viele hier, Wendler, ja, Frank und so weiter. Also hier wird ja noch eine Menge gemacht. Jean-Claude, muss ich mal gucken, da ist er. Jean-Claude Van Damme. Ne? Und wenn ich mal richtig Lust habe, Blödsinn zu machen, meine lieben Freunde, dann sieht das so aus. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es jetzt funktioniert, weil manchmal ist da auch, ha, wa? Ich kann eigentlich auch Musik machen. Na, geht, so. Ja, genau, geht. Haha, funktioniert also. Ne? Ja, geht. Hammer, ne? Wenn man alles so machen kann, ne? Wie sind die? Da steht alles, wo ich die Finger ansetzen soll und dann... Okay, Spaß muss sein. Wo ist der Schalter? Da ist er. Dann gibt es auch noch Try Me. Try Me macht jetzt nichts. Ich lasse sie jetzt mal aus. Oder mal gucken. Ne, Try Me. Ne, man kann auch mit Kopfhörer arbeiten oder richtig anbringen. Das mache ich jetzt aber nicht. Das war jetzt ein Riesenspaß. Manche Utensilien haben ihre Berechtigung, dass sie da irgendwo sind, um irgendwelche Lücken zu schließen. Also, hier ist die sogenannte Star Wars in Filmecke, der sogenannte Filmclub. Ihr seht schon, ich mag das. Ach, ist okay. Also wie gesagt, noch einmal, hier ist er. Ach, so ein Hoodie da. Ich habe natürlich, wie gesagt, diese Farbe gewählt, damit ich im Green Room auch arbeiten konnte. Sonst wäre es nicht gegangen, weil hätte ich dieses T-Shirt hier im Green Room, ne, hätte ich das da getragen, hätte ich ein Riesenloch. Das hätte nicht ausgesehen. So.
ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich so ein langes Video, so lange Laudatien gemacht habe. Aber ich bin nicht nur 100% begeistert, sondern es macht mir auch 100% Spaß, so einen Club zu haben, so ein Klüppchen zu haben, so nette Menschen um mich herum zu haben. Das sind nette Menschen, ja. Ich meine, bei Action Concept ist die Nettigkeit natürlich im Rahmen, weil die müssen arbeiten, die müssen viel arbeiten. Und bei den Kaskadeuren bzw. Stuntleuten auch, da ist die Freude auch so ein bisschen gedeckt. Hello again and so on. Besonders bei Van Damme, der wie gesagt Geburtstag, 59 wurde er auch. So wie Hermann Johr, ist also auch 1960 geboren, auch 59 dieses Jahr geworden. Ihr merkt schon, ich habe viel zu tun. An sich wollte ich mich nie outen. Ich wollte mich wirklich nie outen, aber bei 6,8 Millionen muss man sich outen. Das kam durch Uprom TV, Du bist TV, Astra Digital 98,5 Ost. Ja, war eine tolle Sendung, auch Sonntag 17:30 Uhr. Die Schattentänzer, war eine tolle Geschichte. Ja, Sondersender NRW TV ist halt lange Zeit bekannt. Wollte ich alles gar nicht. Okay, ich lade euch aber auch ein hier zu meinem sogenannten Copyshop, den habe ich auch. Ne? Print Copies. A4, A3. Könnt ihr also wie gesagt demnächst sehen bei Google Plus. So, Weg ist das Ziel, sagt immer der Detlef, da hat er vollkommen recht. Und wie gesagt, alle anderen auch. Zum Abschluss, Prush Hunt begrüße ich recht herzlich. Jean-Claude Van Damme, ist klar, welcome, ist klar. Den muss ich natürlich, ne, Jean-Claude, ne, ist klar. So, Prush Hunt dabei. Dann, wie gesagt, Frank Wendler. Nicht der Wendler, sondern der Wendler. Der Frank Wendler, ja. Ja, und dann, wie gesagt, die Anhänger, die ich sehr, sehr gern mag. Maya und Anita. Ja? Und dann den Nils, Kirwin, so, Erdogan, Atalay. Ja, Pia Stutzenstein, weiß nicht. So 30 hier, 1,75 groß. Keine Ahnung, ob man da irgendwelche Freundschaften schließen kann. Ich muss da als Mann sehr vorsichtig sein. Ne? Weil ich habe italienisches Blut neben mir. Und wenn das italienische Blut anfängt zu kochen, wow, 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 ne? Man muss Frauen ja so nehmen, wie sie sind, ne? Wisst ihr da Bescheid? So, also, ihr seid hier bei mir, hier auf dem Datenhighway Kiosk für Hilfenahme von Maschinen. Also noch einmal, Datenhighway Kiosk mit zur Hilfenahme von Maschinen. 1966 ausgedacht, 1975 auf den Weg gebracht. Im Jahre 2019 hat man es immer noch, ja, gegründet als Firma 1979. Was will man mehr? Na, also, Detlef Scholzen, yeah, den stelle ich sicherlich irgendwann mal wieder vor. Ja, und dann die Herren von der Ostfriesischen Bank, ja, wo auch der Ausbilder, sehe ich gerade, der Ausbilder auch bei war. Also, das kann ein toller Spielfilm werden, die drehen. Deswegen erwähne ich das. Ich habe auch gerade höflich gefragt, ob ich eine Autogrammkarte erhalten kann. Und wenn ich die habe, in der nächsten Sendung halte ich es hoch. Also, an alle Angesprochenen, wenn ihr wirklich Lust habt, beim Flimmer heißt der Flimmert sich eins, in der Sendung aufzutauchen, lebendig und live, seid ihr natürlich auch alle Stars und Sternchen, die Lust haben, an alle Komparsen, die Lust haben und natürlich Anita und, genau, Maya. Also, das war's dann auch schon. Von meiner Seite aus und ja, jetzt gehe ich mal ganz schnell wieder ins Bett. Ich muss nämlich meine Erkältung, ja, die muss ich loswerden. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch was. All the way, bye bye. On the wild, crocodile.